Hallo, ich spiele Swakop Mund heute. Sehr interessantes Wetter. Das ist ja voll in der Wüste, wie du siehst. Morgens ist es ganz, ganz neblig und kühl. Und dann nachmittags kommt die Sonne raus. So am Anfang des Tages denkt man, der Regen kommt, aber dann plötzlich scheint die Sonne. Wenn du die folgenden drei Dinge machst, ich meine wirklich konsequent machen und trainieren, dann wirst du, falls du einen Slice machst, diesen Ballflug loswerden. Also wenn du gerade schlägst oder nach links schlägst, bitte nicht weiter schauen. Das ist nur für Slicer gemeint. Aber da die meisten Golfer, die rechtshänder Golfer nach rechts schlagen, denke ich, dass vielleicht dieses Video für dich ganz gut ist. So, die drei Dinge sind Nummer 1. Du musst deinen linken Arm erstmal, bevor du den Schläger greifst, hängen lassen. Schau, wie der Winkel dieser Hand ist. Das ist meistens für uns alle eine natürliche Haltung, leicht nach innen gedreht. Das ist unnatürlich. Das auch. So einfach hängen lassen und dann den Schläger von oben greifen. Okay? Und bitte schau mal, dass du nicht so das tust. Erst den Schläger so hinstellen und dann von oben greifen. Und den Schläger möglichst in die Finger greifen, nicht in der Handfläche. Okay, das ist Punkt Nummer 1. Jetzt der zweite Punkt. Übrigens ist das hier ein Par 3. 160 Meter mit Rückenwind. Hier habe ich ein relativ kurzes Eisen. So, aber das geht natürlich für jeden Schläger. Zweiter Punkt. Mach deinen Rückschwung und beim Ausfallen guck natürlich, dass dein Schläger nicht zu sehr hinten ist oder zu sehr vorne. Einfach in diese Position kommen, dass der Schläger ungefähr auf der Fußlinie ist. Wenn der Schlägerkopf ein bisschen weiter vorne wäre, das ist noch idealer. Hier möchten wir den Schläger nicht haben. So ungefähr da. Aber das ist jetzt nicht einer der drei Punkte. Einfach normal hochschwingen. Und jetzt kommt es, Punkt Nummer 2. Beim Abschwingen musst du bitte, das habe ich schon in einem Video gemacht und gezeigt, hab das Gefühl, dass das Blatt hier offen ist beim Abschwingen. Versuche bitte nicht, den Schläger zuzudrehen, um den Slice zu bekämpfen, weil alles, was dann was passieren wird, ist das da. So vom Gefühl hier offen, dass die Spitze eher nach oben zeigt und nicht nach da. Das ist nur das Gefühl, das du haben solltest. Dieser Tipp hilft total. Weil was der Golfer dann macht, er kommt besser auf der richtige Ebene beim Runterschwingen. Der kommt von innen, was notwendig ist für einen Slicer. Und dann der dritte Punkt. Nachdem du mit gutem Griff diesen Abschwung gemacht hast, mit einem Gefühl, dass das Blatt nicht zugeht, sondern ihr ein bisschen offen bleibt, möchte ich, dass du wirklich es gestattest, dass die Hände ihr Ding tun. Lass mal den Schlägerkopf die Hände überholen. Viele, viele Golfer sind durch den Ball fest. Und beim Durchschwingen gibt es hier diesen Ellbogen hoch. Du musst bitte gucken, dass du die Arme lang bekommst. Und der Schläger darf die Hände überholen. Das Schöne ist, du musst es nicht bewusst tun. Du darfst es nicht bewusst tun. Du wirst den Schläger locker genug halten, dass der Schläger die Hände überholen wird. Und natürlich wird die Schlagfläche so gerade und bleibt nicht offen. So, ich werde jetzt diese drei Dinge tun. Von oben greifen, ausholen, den Schläger nicht zudrehen, vom Gefühl hier offen lassen und ich werde laufen lassen. Und ich richte mich sogar ein bisschen nach rechts aus, wegen des Windes. Der Ball startete gerade und machte eine leichte Drall nach links. Und es ist wirklich eine ganz tolle Sache, wenn man den Schwung so startet, merkt man sofort durch den Ball mehr Power. So Griff, da laufen lassen. Und man merkt durch die
Arbeit der Hände, dass man mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit bekommt und so den Ball weiter schlägt. Die drei Dinge, üb sie bitte immer wieder. Du wirst deinen Slice verlieren. Und bitte abonniere Wohnhotel Golf.